Traumhaft. Christmas Stories Nutcracker Collectors Edition. Ich bin äußerst gespannt, möchte ich sagen. Freue mich ungemein. So, jetzt habe ich hier gerade beim Ton was verstellt. Good evening. Ah, das geht aber. Okay, ich bin sehr gespannt. Nussknacker muss da hinten den Stab runterdrücken, damit vorne die Nüsse knacken. Oh ja. Wir knacken gleich richtig viele Nüsse, hoffe ich. Gucken wir mal. Ah ja, ich habe gedacht, es ist Weihnachten. Da kann ich nicht nur ein hässliches Weihnachtsoutfit tragen, sondern wir spielen auch ein richtig mieses Weihnachtswimmelbildspiel. Was könnte es Schöneres geben zu Weihnachten? Wow, es ist 14 Uhr und ich möchte mich eigentlich jetzt schon betrinken. Das ist bitter. Mal gucken. Es gibt Bonus-Content, ich bin gespannt. Es gibt ein Bonus-Game. Das spielen wir noch nicht. Cat Cave. Es gibt Screensaver. Wer verwendet noch Screensaver? Concept Art Video. Okay, wir spielen vielleicht erstmal durch und gucken uns dann den Bonus-Content an. Das finde ich super. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Abgesehen davon, dass das Spiel selbst für ein Wimmelbildspiel auf Steam sehr durchwachsene Kritiken hat. Aber ich meine. Los geht's. Wir spielen Hardcore. Auf jeden Fall. Keine Hilfe. Keine Tipps. Minigames können nicht übersprungen werden. Und es gibt keine Hilfe. Von wann ist das Spiel? Lass mich kurz nachgucken. 1978, glaube ich. Ne, Moment. Das ist auf jeden Fall ein Big Fish Game. Das ist das, was mir jetzt schon Sorgen macht, weil Big Fish Games sind alle kacke. Dezember 2016, also so 3 Jahre alt. Was man der Grafik eindeutig ansieht. It's Christmas time, my favorite time of the year, and I've finally been invited to the Royal Christmas Ball. It's official, I've arrived. Ob wir das auf Deutsch umstellen können? Lass mich kurz gucken, ob das deutsche Sprache hat. Das wäre nochmal total die Sache. Wo sehe ich das hier denn? Properties. Nein, hat es nicht. Schade. Okay. Moment. So. Gute Kameraführung, ja, auf jeden Fall. Wow. Was? Es ist ein Nussknacker. Ich habe sie als Kind geliebt. Warum ist in diesem Buch ein... Ach, das ist ein Toy. Okay. Diese Ratte sieht nicht sehr freundlich aus. Dem Cape und der Krone nach? Ist das irgendeine Art Rattenkönig? Der Rat King. Du musst den Wimmelbild-Bonus von 15 Jahre hinter der Zeit her dazuzählen, also ungefähr 18 Jahre alt. Hey, das spielt auf seinen eigenen Schnaps kaufen. Und ich glaube, das ist dringend nötig. Oh Mann, okay, das war spannend. Lass uns was anderes spielen. Okay, hier fehlen Teile wahrscheinlich. Ja, okay, Schild ist beschädigt. Diese Ratte sieht nicht sehr freundlich aus. Diese Ratte hat vor allem ein krasses Outfit an. Eine Ratte auf zwei Beinen. Ja, Ratten können auf zwei Beinen stehen. Ich meine, es ist eine Ratte. Wir könnten halt einfach gegentreten. Sie hat halt einen Dosenöffner in der Hand. Was soll passieren? Sie unsere Lackschuhe zerkratzt? Dann sehen wir beim Ball natürlich nicht mehr so fancy aus. Was liegt hier? Eine Posttasche. Oh Gott. Oh wow. Das ist... Auch der Postbote wusste, worauf er sich einlässt. Wir brauchen ein Ei.
Ob wir das in den Nussknacker stecken können? Hier ist es. Macht das Hintergrundgeräusche? So ein ganz leises Knistern, okay. Gut, wir brauchen eine Glocke, eine Karotte, einen Knopf. Die Carrot ist schon mal da. Zwei Sicherheitsnadeln. Ein Tintenfässchen, das ist hier vorne. Ein Löffel, auch wenn es eigentlich keinen Löffel gibt. Eine 12, natürlich brauchen wir eine 12. Das Knistern kommt von den Störungen, auf jeden Fall. Kirschen, die sind hier. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf Weingummikirschen. Dammit, leider ist Feiertag und nichts hat offen. Hier ist die Glocke. Brauchen außerdem einen Baseball, den müssen wir bestimmt erst nähen. Der ist hier nämlich aufgerissen. Hier ist ein Safety Pin schon mal. Hier irgendwo Nadeln und Faden. Oder eine Nadel zumindest. Hier ist der Button. Eine Gold Watch. Ah, da fehlen die Zeiger, okay. Hier ist der zweite Safety Pin. Hier ist Nadel und Faden. Damit können wir den Baseball flicken. Burning Candle. Da ist die Candle und die kriegen wir womit genau an? Hier sind auf jeden Fall die Zeiger für die Uhr. Und die Candle kriegen wir mit den Streichhölzern hier an. Bringt eure Toten raus! Wow. Hauptsache, das Achievement hat eine super Einblendung, die dann aber nur so kurz da ist, dass man den Text auf gar keinen Fall komplett lesen kann. Großartig. Ich freue mich. Ich schätze, der arme Butler ist eingeschlafen, als er auf die Gäste gewartet hat. Wie kann ich ihn aufwecken? Schlag ihm ins Gesicht. Knack seine Nüsse. Good evening. I'm sorry, you're too late. The ball is over, but you're welcome to look under the Christmas tree for your gift. That is, if you have an invitation. Do you? Wie, the ball is over? Warum steht er dann da noch? Hier. Nimm diesen Schlittschuh. Die Türanimation ist auf jeden Fall sehr weit vorne. Okay. Oh, wir haben eine Map. Und, ich weiß nicht, ob das auf Expert geht, aber vielleicht sehen wir, wo wir was tun können. Das wäre total gut. Das wäre zumindest ein bisschen Hilfe. It's a pity the party is over, but maybe there's still a present for me under the tree. Es ist bestimmt der Nussknacker. Warum haben wir die Glocke eigentlich nicht mehr? Hey, you have to help me. The Rat King, he kidnapped Princess Mary. Warum kann der Nussknacker sprechen? Und warum hat der Rattenkönig die Prinzessin entführt? Wait, what? I'm Albert. I got into the house disguised as a Christmas gift. I found Mary, but the rats attacked us. I couldn't fight them. It was awful. Like the rest of the game. They took Mary. I followed them as far as the garden, but couldn't squeeze between the bars and the gate. Please help us. Oh wow. You never know what you're going to get when you unwrap a present. Willkommen bei meinem Heiligabend, ey. Mary und der Nussknacker gehören in diese kleinen Boxen. Es gehört zum Teil der Weihnachtsmagie. Leck mir doch die Stirn. Was haben wir hier? Ein Edelstein. Es gibt Collectibles.
Oh Gott, es gibt 25 Hidden Dolls, okay. Was ist das? An eine Türklinke, klar. Ich lege auch immer Türklinken unter meinen Weihnachtsbaum. Auf jeden Fall. Das, das Beste. Ich möchte gerade Klinke in die Hand geben, Witze machen, aber ich verkneif sie mir alle. Hier fehlt ein Teil. Schade aber auch. Okay, er kriegt den Gem. Und dann kriege ich dafür das Schildteil. Das ist doch schon mal was wert. Vielleicht. Die haben auch schon mal für Silvester vorgeschmückt, ne? Hier mit den ganzen Luftschlangen und so. Wow, was für ein Baum! That's what she said. Sind wir eigentlich eine Sie? Ist das näher spezifiziert? Vielleicht sind wir auch ein Dude. Was haben wir denn jetzt so? Wir haben jetzt, okay, wir können. Okay. Ich hab gedacht. Hab gedacht, die Ratte nimmt jetzt ihren Dosenöffner und wascht ihn so richtig weg. So. In your face, sucker. Großartig, wir haben jetzt eine goldene Rose. Alter. Dieses Spiel. Ich meine, wir sind, keine Ahnung, 10 Minuten dabei. Und es macht jetzt einfach schon richtig hart betroffen. Was ist das hier eigentlich für eine Kiste? Some kind of puppet theater. Dann können wir doch den einen Latschen da schon mal reinstecken. Das ist sowas. Können wir eigentlich noch irgendwo hingehen? Hier ist das Fresko. Ah, hier geht's noch in die Küche. Guck mal, hier ist der zweite Schildteil. I guess they didn't think it was important to decorate the door. Come any closer and you'll be my next snack. No, I won't. Okay, da haben sie einfach mal die Türen aus Fable geklaut. Kann man machen. Und hier haben wir auf jeden Fall eine richtig fette Katze. Die angekettet ist. Kein Wunder, dass sie dick wird. Mit einer Pfeile komme ich da durch. Ah, ich glaube, die Katze ist gar nicht so fett. Die sitzt hier nur komisch. Hidden Doll. 2 von 25. Lass mich raten, hier brauchen wir... Handle... Okay, muss angeschraubt werden. Achso, dafür brauchen wir aber erst die Schrauben. Boah, können wir das Inventory bitte locken irgendwie? Danke. Ist ja schrecklich. Wow. Natürlich, natürlich... Warum denn? Okay. Okay, es gibt keins, was sich alleine dreht. Das ist sehr bedauerlich. Ich schätze mal, so rum ist richtig. Ich finde, das passt total. Oh, es ist auf dem Kopf. Es sind, ja, es sind Glocken. Jetzt sehe ich es auch. Oh wow, wir müssen ein Minispiel machen, um ein Wimmelbild freizuschalten.
Wow, das ist wow. Wow. Just no. Okay, was brauchen wir denn außer der Taschenuhr, die wir gerade schon eingesammelt haben? Einen Ace. Also eine Spielkarte oder soll ich darunter verstehen? Hier ist auf jeden Fall, der Ice Skate. Es war nur so, hey, so ein Teil hatten wir schon mal, ich klicke das mal an. Eine Schriftrolle oder irgendeine andere Art Scroll. Ein offenes Buch, das ist hier hinten. Ein Handschuh, so ein Gummihandschuh. Wenn beim Nussknacker mal was klemmt, der ist hier. Cut Necklace, okay, können wir mit dem Teil... Okay, irgendein Necklace müssen wir irgendwas schneiden. Wir brauchen zwei Masken. Eine davon ist schon mal da. Eine Brille brauchen wir. Die habe ich doch auch gerade schon irgendwo gesehen. Hier ist die zweite Maske auf jeden Fall. Hier ist das Ace. Einen Löwen brauchen wir noch. Okay, hier sind die Glasses. Hier ist der Löwe. So... Ist das die Scroll? Nein. Bedauerlicherweise nicht. Tür will einen Snack? Gib doch einfach den Schrank in, halte den... Nein, nein, wir befreien die Katze und stecken die einfach in die Tür. Das geht schon. So, Nesting Doll und Apple Core. Okay, dann essen wir den Apfel einfach mal auf und stecken das Gehäuse ein. Das geht natürlich. Wir brauchen einen Cut Necklace. Das, was ist das hier? Oh, ja, okay. Das ist die Nesting Doll, alles klar. So. The Necklace. Wo ist das Ding? Und wo ist die Scroll vor allem? Hier. So, Cut Necklace. Hier können wir auf jeden Fall irgendwas mit schneiden. Aber was? Hab ich denn hier eine Halskette, verdammte Hacke? Oder müssen wir die irgendwo ausschneiden? Brauchen wir Papier oder sowas? Verstehe einfach gerade nicht, was sie mit einem Cut Necklace meinen. Okay, ich kann es mir auch nicht anzeigen lassen. Also ich bin mir einfach sehr unsicher, was ich hier schneiden soll. Du hast es gefunden? Okay. Die Perlenkette am Grammophon, alles klar.